Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Last-Minute-DIY-Weihnachts-Make-up-Drogerie-Make-up-Look für euch. Und wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran. Wir schminken einen richtig schönen Weihnachtslook, den ihr an Weihnachten nachschminken könnt. Es geht gar nicht um die Produkte, sondern heute eigentlich eher um die Techniken. Ich habe Produkte hier, die nur provisorisch, um euch das zu demonstrieren, genutzt werden, damit ihr alles mit euren Produkten, die ihr schon zu Hause habt, nachschminken könnt. Und ich freue mich riesig, dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit meiner allerliebsten Lash-Brand Ailure. Und zwar habe ich ein paar Wimpern für euch, die 126, die zeige ich euch gleich, die das ganze Augen-Make-up richtig intensiv und krass machen werden. Super dramatic. Wann können wir nicht mehr dramatic sein als an Weihnachten? Deswegen freue ich mich, dass ihr heute mit dabei seid, während ich hier dieses Gesicht in eine neue Weihnachtsfee verwandeln werde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gut und glücklich und gesund für die kommenden Tage. Auch wenn das alles ein bisschen anders ist dieses Jahr. Aber zusammen kommen wir schön durch die Weihnachtsfeiertage. Ich bin auf jeden Fall immer für euch da. Auch an Weihnachten könnt ihr mir gerne schreiben. Ich kümmere mich um euch. Und jetzt, Freunde, ihr seht, ich habe noch nicht viel im Gesicht. Ich fange auch heute mit den Augen an. Denn der Look, den ich heute machen möchte, ist wie die Wimpern extrem dramatisch, aber trotzdem erwachsen. Und ich habe mich auch für eine Palette entschieden, die neutraler nicht sein könnte. Ihr könnt das mit jeder Palette machen, die ihr zu Hause habt. Ich habe jetzt hier eine stellvertretende von Catrice. Das ist, glaube ich, super neutrale Farben. Aber es wird dramatic, Freunde. Und ich möchte so ein bisschen den Look nachschminken, den ich neulich auf der Glow hatte. Und dafür hole ich euch ein Stückchen näher. Mensch, da seid ihr aber, ne, sehr persönlich nah dran. Freunde, ihr seht, ich habe meine Augenbrauen schon so ein bisschen aufgemacht und auch so mein Lid ein bisschen geprimed. Und entweder nehmt ihr euch hier so ein, wie heißt es, so ein Klebchen und macht euch hier so eine Linie hin, oder ihr macht es euch am Ende sauber. Ich mache das lieber am Ende immer sauber mit Concealer und einem Abschminktuch. Ich finde, es ist einfach, wenn man so ein bisschen schludriger arbeiten kann und es dann am Ende sauber macht. Ich beginne als erstes mit einer warmen, helleren Farbe. Gehe jetzt hier einfach in so einen schönen Braunton rein und den setze ich mir erstmal komplett in die Lidfalte. Das ist so die erste Farbe, von der man am Ende wahrscheinlich nichts mehr sehen wird. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon einen Weihnachtslook habt. Was werdet ihr an Weihnachten schminken? Eher ein bisschen dramatischer, so wie ich? Oder eher so ein bisschen softer und natürlicher. Was macht ihr an Heiligabend oder an Weihnachten? Ihr habt mir neulich schon mal geschrieben, was ihr esst. Das war so verrückt, weil das ist ja von Familie zu Familie unterschiedlich. Und dieses Jahr ist es ja eh wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Ich habe bei ganz vielen auch gelesen, dass ihr Pizza esst. Iconic. I stan. I love you. Ihr seht, ich habe einfach hier alles schon mal so ein bisschen ausgeblendet. Und ich blende die Farbe auch gleich hier hinten so ein bisschen weiter nach oben und aus. Denn hier, dieses Stückchen hier, hat am Ende eh keine Farbe mehr. Wenn die erste Farbe aufgetragen ist, nehme ich denselben Pinsel und gehe in die nächst dunklere. Die ist so ein bisschen rötlicher und die setze ich mir auch in die Crease und arbeite dann von hier nach außen und dann nach innen und baue mir die Farbe auf. Ich möchte, dass es sehr natürlich aussieht und als hätte ich den ganzen Tag nur damit verbracht, Selleriesaft zu trinken. Ich baue mir die Farbe ganz langsam auf. Wenn ihr hier vorne nicht so ordentlich seid, ist das nicht so schlimm. Achtet lieber, dass der Fokus hier außen ist. Vorne nimmt die Cut Crease eh 80% von der Farbe weg. Also das ist kein Problem. Ihr müsst auch nicht hier eine Stunde lang mit 20 verschiedenen Farben arbeiten. Eine Bitte hätte ich an euch. Und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr mir an Weihnachten, egal ob Heiligabend oder wann auch immer, eure Weihnachts-Make-up-Looks schickt. Da würde ich mich freuen, um einfach mal mit euch so ein bisschen über eure Produkte quatschen zu können und zu sehen, wie ihr euch geschminkt habt. Auch hier mit der Farbe gehe ich wieder nach außen und blende mir sie hier hoch und dann hier so weg. Und ihr seht schon, der Fokus liegt hier. Als nächstes nehme ich mir einen etwas flacheren Pinsel. Das ist dieser hier. Ich gehe in die dunklere Farbe. Noch nicht schwarz, das ist ganz wichtig. Und die setze ich mir hier außen hin. Je dunkler die Farben werden, desto mehr presse ich und desto weniger blende ich am Anfang. Und jetzt könnt ihr schon ungefähr die Form meines Augen-Make-ups erkennen. Und das habe ich nur mit braunen Tönen gemacht. Und zum Schluss gehe ich dann auch nochmal mit Schwarz rein. Dadurch, dass ich einen flachen Pinsel benutzt habe, kann ich auch hier so nach außen ziehen. Hier völlig egal, ob es unordentlich ist oder nicht. Und dann nehme ich mir einen sehr, sehr langen, dünnen Blendepinsel und gehe in Schwarz, lade den Pinsel gut auf.
klopfe ab und ziehe mir dann hier in der Mitte die Crease schon mal lang. Und dadurch, dass ich mit dem Pinsel gleich so ein bisschen verblenden kann, wirkt die Kante auch gleich nicht so hart. Falls euch das zu dunkel ist, nehmt euch nochmal einen anderen Pinsel und geht in einen Ton, der so ein bisschen rötlicher ist und blendet dann einfach hier nochmal so ein bisschen rüber. Das wärmt das Ganze auf. Und das sieht nicht mehr ganz so düster aus. Aber wie gesagt, vom Schwarz sieht man am Ende eh nicht mehr viel. Dann würde ich mir eine Cut Crease ziehen. Das mache ich am liebsten mit einem flachen synthetischen Pinsel und dem deckendsten Concealer, den ich habe. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch mit einer Lidschattenbase machen. Ich finde, mit Concealer wirkt das Ganze aber immer so ein bisschen besser. Wenn ihr den Concealer aufgestempelt habt, ist es wichtig, dass ihr mit dem Rest hier außen so ein bisschen den Übergang weich blendet. Und dann mit dem Pinsel, den ihr schon benutzt habt, einfach hier schon mal so ein bisschen über den Übergang geht. Ich finde, es sollte bei einer Cut Crease immer trotzdem weich sein. Und ich fange da meistens mit dem hellsten Ton ganz vorne an und den presse ich mir richtig dick rauf. Dadurch, dass wir ja noch keine Base drauf haben, kann es auch ruhig ein bisschen fallen. Ich finde, beim hellsten Ton, da zählt immer mehr ist mehr. Da liegt auch der Fokus und ihr seht sofort, boom. Und ganz außen ist es wichtig, dass ihr mit dem dunklen Schimmerton die hellen Schimmertöne mit dem dunkelsten Mattenton verbindet. Ich finde, das wirkt dann immer wie so ein leichter Übergang und it's amazing. Und so sieht das Ganze schon richtig, richtig intensiv aus. Jetzt eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Ich falte mir das einmal, so, dann falte ich mir das nochmal, dass ich eine recht feste Struktur habe. Dann setze ich es hier an, gucke nach vorne in den Spiegel und ziehe hoch. Hier ist nach oben, hier geht's runter. Ansetzen, nach vorne gucken, wegziehen. Ich klebe mir jetzt als nächstes schon die Wimpern auf. Ich finde, das macht den Look dann immer so ein bisschen kompletter. Und dazu benutze ich meine allerliebsten Lashes von Allure. Das sind die 126 und die sind super dramatic. Ihr könnt die bis zu 5-mal wieder verwenden und der Kleber, Freunde, hält auch bis zu 18 Stunden. Also, falls es ein bisschen länger gehen sollte an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag mit den Wimpern, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich zeige euch hier auch mal die Lashes, wie sie von nahem aussehen. Super intensiv, super wispy und die sind so ein bisschen dreidimensional. Manche gehen ein bisschen weiter nach oben, manche ein bisschen weiter nach vorne. Dadurch habt ihr so einen richtig fluffy Effekt und wir tragen sie jetzt mal zusammen auf. Die Lashes gibt es auch bei DM und da ist auch ein Kleber mit dabei. Ich verliere meistens Kleber, Lash Glutes und wenn ein Kleber mit drin ist, weiß ich, dass der funktioniert und er hält auch sehr, sehr gut. Ich nehme die Lashes einfach mit so einer Wimpernzange raus, sind auch nur ganz leicht befestigt und hier seht ihr die Wimpern einmal von vorne. Bei mir passen die perfekt. Also ich muss hier auch nicht grob schneiden. Ich kann sie mir einfach genauso, wie sie sind, aufs Auge setzen. Testet das ruhig am Anfang einmal. Wenn ihr wegschneidet, dann schneidet immer von hinten ab. Das sorgt einfach dafür, dass es vorne natürlich aussieht. Hinten sind die Lashes ja meistens eh ein Stückchen länger und es passt dann besser. Wenn ihr vorne abschneidet, fangen die Wimpern auf einmal ganz, ganz lang an und es sieht sehr unnatürlich aus. Der Kleber ist auch latexfrei und das Schöne ist, ihr könnt ihn einfach mit dem Stiel hier befestigen. Und ihr seht, er schimmert so ganz leicht bläulich. Ich biege die Wimpern, wenn die so ein bisschen dickeres Wimpernbändchen haben, immer ganz gerne einmal an. Das Schöne bei dem Wimpernkleber und bei den Wimpern ist, ihr müsst nicht hier 5 Minuten warten, bis der Kleber antrocknet. Ihr könnt sie auftragen, 20 Sekunden warten, gerne auch ein bisschen pusten, wenn ihr gar keine Zeit habt. Und dann setze ich sie mir, wir machen das jetzt mal zusammen, von oben nach unten auf und fange an, sie vorne in die richtige Position zu bringen. Und eigentlich sitzen sie schon. Und so schnell geht das. Ich lasse den Kleber dann auch noch mal kurz an meinem Auge antrocknen, probiere nicht ganz so viel zu blinzeln. Und dann drücke ich von oben das Wimpernbändchen direkt an meinen Übergang, da wo die Wimpern aus der Haut rauskommen. Und dadurch sieht das Ganze so ein bisschen natürlicher aus. Mascara macht das Ganze am Ende auch noch so ein bisschen natürlicher, aber guess what, Freunde? Wollen wir heute natürlich aussehen? Nein. Das Schöne ist, sie gehen hier hinten so hoch, dass sie, je nachdem wie ihr guckt, direkt mit eurem künstlichen Wing nach oben gehen und das macht das Ganze noch dramatischer. Und die Wimpern sind einmal aufgeklebt. Freunde, it's dramatic. Die Wimpern findet ihr bei DM und kosten unter 7 Euro. Und ihr könnt die Wimpern mindestens 5-mal wieder verwenden. Ich finde, wenn man sie so ein bisschen ordentlich behandelt und ein bisschen sauber macht, dann geht das Ganze auch länger. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ultra dramatic. Es gibt auch viele verschiedene andere Styles. Das ist jetzt aber mein liebster Style, vor allen Dingen auch für die Feiertage oder wenn es mal irgendwann wieder weggehen darf. Macht den Look auf jeden Fall viel, viel hochwertiger und macht jeden noch so langweiligen Look gleich dramatic. Auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung, falls ihr diesen extremen Aufschlag haben wollt. Die 126 ist euer Freund. Oder eure Freundin. Okay, es geht weiter mit der Base. Da, ehrlich gesagt, will ich gar nicht so viel Zeit drauf setzen, weil ich glaube, ihr wisst alle, wie ihr eure Base macht.
Ich benutze aber an Weihnachten eine sehr feuchte Base. Also ich möchte, dass es sehr glowy und sehr dewy ist. Ich benutze dafür eine Foundation mit Leuchtkraft. Ich habe jetzt hier Luminous & Smooth und Pretty Natural Foundation. Und die arbeite ich mir von innen nach außen. Und jetzt könnt ihr auch gleich an eurem Auge hier hochgehen und die Kontur wird immer schärfer. Mit jeder Schicht Concealer und Puder wird die Kontur hier außen krasser. Concealer einmal schön dick und jetzt, Freunde, könnt ihr mit dem Concealer hier außen zack hochgehen und nochmal und könnt das Ganze korrigieren. Ich brauche das an der Kante nicht zu verblenden. Also ihr braucht dann nicht Angst haben, oh Gott, wie kriegt ihr das verblendet? Die Kante müsst ihr nicht verblenden. Sie soll sehr scharf sein. Ich blende nur hier unten lang und ihr habt einen Eyeliner, einen Fake Eyeliner zu Fake Lashes und zu einem krassen Look. I stan. Ich nehme gleich noch einen helleren Concealer und highlighte hier so ein bisschen und auf meiner Nase. Ich finde, an Weihnachten darf es, wie gesagt, passend zu den Lashes auch super dramatic sein. Contouring, Highlighting, Cream Highlighting, Cream Contouring, alles mit drauf, was ihr habt, Freunde. Wir haben wenige Tage im Jahr, wo wir das machen können. Und Weihnachten ist so ein Tag. Ich setze das Ganze mit einem gepressten Puder, um noch mehr Deckkraft zu haben. Es kann ruhig matt sein. Ich gehe nämlich dann mit Highlighter, ihr kennt meinen Trick, einmal komplett über mein gesamtes Gesicht. Also, literally, übers gesamte Gesicht. Jetzt könnt ihr euch einen hellen Lidschatten nehmen. Ich nehme jetzt mal einen, der so ein bisschen meiner Hautfarbe entspricht. Und setze diese Kontur hier. Das highlightet das Ganze gleich. Ihr könnt damit auch direkt hier so ein paar dunkle Stellen highlighten, dass das Ganze sehr glatt aussieht. Und wie krass ist bitte dieser Augenlook? Wow. Ich konturiere ein bisschen und zwar benutze ich die liebste Contouring-Palette hier von Essence und gehe hier in so einer 3 lang. Wie gesagt, mehr ist heute mehr. Ich habe das Ganze einmal gesettet und mir so ein bisschen Highlighter aufgetragen. Jetzt machen wir den unteren Wimpernkranz. Ich persönlich bin da immer recht schlicht. Ich gehe einfach mit dem Rest, den ich am Pinsel habe, nochmal hier unten so ein bisschen lang. Ich mag es nicht so gerne, so viel Lidschatten unten zu haben. Ich finde, das zerstört immer so ein bisschen diesen gelifteten Effekt. Und ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, welche Lippenkombination ihr gerne tragt. Ich bin Team Nude all the way. Ich benutze wieder meine allerliebste Nude-Kombination und fange damit mit einem sehr, sehr dunklen Lip Liner an. Blende den mit einem helleren Lip Liner auf. Dadurch wirkt die Kante nicht so hart. Was ich ganz schön finde im Moment, ist dieses Lippenherz, das überzumalen. Aber nur das Lippenherz, dass die Oberlippe so ein bisschen rundlicher aussieht. Gefolgt von einem nudefarbenen Liquid Lipstick eurer Wahl. Kurz antrocknen lassen. Gloss rauf. Und das ist der fertige Weihnachtslook. Nur mit Drogerieprodukten. Freunde, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr meinen Look? Wie findet ihr dieses super überdramatische Augen-Make-up, was das Ganze so ein bisschen liftet? Ihr seht sehr streng aus. Jetzt vielleicht eine schöne dunkle rote Lippe. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin super gespannt, was ihr zu Weihnachten schminkt. Schaut auf jeden Fall bei eurem nächsten DM-Gang einmal bei Allure vorbei. Die 126 sind die, die ich heute trage. Die sorgen einfach dafür, dass ihr den krassesten Wimpern aufschlagt zu den Festtagen, auch im Alltag habt, den ihr haben könnt. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank an Allure, dass ihr mir die Wimpern zur Verfügung gestellt habt und mich dabei unterstützt, dieses Video für euch zu machen. Ich wünsche euch, falls wir uns nicht mehr sehen, aber ich glaube schon, wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.